Vor tiefschwarzem Hintergrund sehen wir den entflammten Liebespfeil. Er wird triumphierend nach oben gereckt und so vehement durch die Luft geschwenkt, dass ein Lichtstreif vor dem Dunkel sich abzeichnet. Die andere Hand greift in einen Pelz und scheint ihn nach oben wegzuziehen. Aus den Winkeln schmaler Augenschlitze schaut er uns mit festem, fast finsterem Blick an und scheint uns in sein listiges Treiben mit einzubeziehen. Ursprünglich hat es sich wohl um eine erotische Darstellung gehandelt, ein weiblicher Frauenakt. Doch von der Frau sehen wir fast nichts mehr. Nur noch in der unteren rechten Bildecke erscheint der angeschnittene Hinterkopf. Wir Restauratoren benutzen die Röntgenaufnahme für Blicke in noch größere Tiefen des Gemäldes. Ganz wichtig ist für uns auch der Einblick in die Malweise eines Künstlers. Das wird uns erlaubt dadurch, dass die einzelnen Farben unterschiedlich stark die Röntgenstrahlen absorbieren. Eine große Rolle spielt dabei das früher quasi allgegenwärtige Bleiweiß. Beim Amor ist das ganz außergewöhnlich. Kenne ich sonst von keinem einem anderen Bild. Das ist in den Hautpartien ist das ganz wild streifig untermalt. Beim Amor ist faszinierend, wie Baldung mit vielen, vielen kleinen bunten Strichelchen das Federkleid andeutet.